Liebe Gemeinde, wir fahren heute fort mit unserer Predigtserie durch die Psalmen. Und wir kommen heute zum Psalm 9, der aber durch Gottes Vorsehung ein Thema anspricht, das für manche von uns sehr bedeutsam ist. Der Psalm 9 handelt davon, wie man Zuversicht in Gott haben kann. Und zwar Zuversicht in Gott haben im Angesicht von Bedrängnis und Anfeindung im großen Stil. Und das ist etwas, was direkt zu uns redet. Es ist zwar nicht so, dass wir wie in Ländern wie zum Beispiel Myanmar in Lebensgefahr stehen, weil wir Christen sind. Gott sei Dank leiden wir nicht solch eine Bedrängnis, aber in den letzten Jahren ist trotzdem klar geworden, dass wir sehr wohl bedrängt werden. Unter anderem von einem Staat, von einer westlichen Gesellschaft, die Gott verlassen und vergessen hat. Wir sind in den letzten Jahren zahlreichen Bedrängnissen ausgesetzt gewesen. Auch wenn sie nicht so hart sind, wie andere Geschwister in anderen Teilen der Welt es leiden müssen, ist es trotzdem nicht zu unterschätzen, was für Feindseligkeiten zum Beispiel aus Regierung und Bevölkerung uns entgegengekommen ist, weil zum Beispiel in den letzten 4 Jahren unser Gewissen es manche von uns verboten hat, sich impfen zu lassen. Kirchen wurden bestraft, weil sie Gottes Wort höher achteten als das Wort des Kaisers, des Staates, und ihre Tore eben nicht schlossen oder 3G-Regeln eben für die Gemeinde des Herrn nicht einhielten. Unser Freund Steve zum Beispiel kämpft bis heute einen Gerichtsprozess, weil er einer Frau beigestanden hat, die unter der Gewalt von australischer Polizei litt. Sie hätte angeblich an einer Versammlung, die verboten war, teilgenommen. Aber auf dem ganzen Platz, wo diese vermeintliche Versammlung stattgefunden hatte, waren 5 Polizisten, diese Frau und Steve. Keine Versammlung. Lügen und Gewalt von den Obrigkeiten war es, was wir zahlreich zu erdulden hatten. Und auch wenn es manchmal schon in Vergessenheit gerät, es war eine harte und schwierige und bedrängte Zeit. Heute leiden wir immer noch an Gender-Ideologie, an Schulen und Unis, und man wird angefeindet, wenn man in der Lüge nicht mitmachen möchte, dass jemand, der eigentlich ein Mann ist, nicht eine Frau ist. Dass wir zu Gottes Wahrheit stehen, dass es Mann und Frau gibt und dass Gott diese beiden Geschlechter gut geschaffen hat, führt uns auch heute am Arbeitsplatz, an der Uni, in der Schule immer wieder in Bedrängnis. Oder auch der Holocaust, der stattfindet vor unseren eigenen Nasen, vor unseren eigenen Augen, durch die Abtreibung, durch das tausendfache Abschlachten von Ungeborenen, bringt den Zorn Gottes auf die westliche Welt und demonstriert, wie Gott hassend, wie Christus hassend und wie Christen hassend unsere Gesellschaft geworden ist. Und ein letztes Beispiel, was ich nennen möchte, ist gottlose Wirtschaftspolitik. Durch exorbitant hohe Steuern, die so ausgeartet sind, dass sie Diebstahl sind, dass sie Dieberei sind am eigenen Volk oder absichtliche Geldentwertung, dass jeder Euro, den wir ausgeben, 25.000-fach versteuert wird oder zum Beispiel ungerechte Steuern wie eine Grundsteuer, wo du für das gottgegebene Recht auf Grundbesitz bestraft wirst, weil du einfach nur, weil du etwas hast, was du deinen Kindern vererben kannst, was gottgefällig und gut ist, dafür zahlen musst. Einfach nur deswegen. Unsere Gesellschaft demonstriert auf zahlreiche Arten und Weisen, dass sie Gottes Feinde sind. Dass sie nicht neutral sind, sondern dass sie Christusfeindlich sind. Und heute möchte Gott dir durch den Psalm 9 zeigen, wie du Freude und Zuversicht in all dem haben kannst. Hand aufs Herz. Manchen von uns fällt es sehr schwer, Freude und Zuversicht in Gott zu haben, wenn wir all diese Ungerechtigkeiten und Feindseligkeiten betrachten. Sie ärgern euch mit Recht.
Aber trotzdem gibt dir die Heilige Schrift alles, was du brauchst, um Freude und Frieden und eine gewisse Unbeschwertheit in Gott zu finden. Christ, es ist dir nicht versprochen, dass du nur weil du Jesus nachfolgst, ein entspanntes und sorgloses Leben führen wirst. Aber Gott gibt dir in seinem Wort alles, was du brauchst, um deine Anfechtungen mit Freude und Zuversicht in deinen Gott zu überwinden. Und nun, als ich das gesagt habe, lass uns aufstehen und Psalm 9 gemeinsam lesen. Achtet darauf. Achtet auf Gott, den souveränen Herrn. Hört, was er euch sagt im Psalm 9. Hört die Worte Jahwes, dem Vorsänger auf Mut Laben, ein Psalm Davids. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Ich will alle deine Wunder erzählen. Ich will mich freuen und frohlocken in dir. Ich will deinem Namen Lob singen, du Höchster. Als meine Feinde zurückwichen, da strauchelten sie und kamen um vor deinem Angesicht. Denn du hast mein Recht und meine Sache geführt. Du sitzt auf dem Thron als ein gerechter Richter. Du hast die Heidenvölker gescholten, den Gesetzlosen umgebracht, ihren Namen ausgelöscht auf immer und ewig. Der Feind, er ist völlig und für immer zertrümmert und die Städte hast du zerstört. Ihr Andenken ist dahin. Aber der Herr thront auf ewig. Er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht. Ja, er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und den Völkern das Urteil sprechen, wie es recht ist. Und der Herr wird eine Zuflucht sein dem Unterdrückten, eine Zuflucht in Zeiten der Not. Darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich hersuchen. Lob singt dem Herrn, der in Zion wohnt, verkündigt seine Taten unter den Völkern, denn er forscht nach der Blutschuld und denkt daran. Er vergisst das Schreien der Elenden nicht. Herr, sei mir gnädig. Sieh, wie ich unterdrückt werde von denen, die mich hassen. Befreie mich aus den Toren des Todes, damit ich all deinen Ruhm erzähle in den Toren der Tochter Zion, damit ich jauchze über dein Heil. Die Heidenvölker sind versunken in der Grube, die sie gegraben haben. Ihr Fuß hat sich gefangen im Netz, das sie heimlich stellten. Der Herr hat sich zu erkennen gegeben, hat Gericht gehalten. Der Gottlose ist verstrickt in dem Werk seiner Hände. Die Gottlosen müssen ins Totenreich hinabfahren, alle Heidenvölker, die Gott vergessen. Denn der Arme wird nicht für immer vergessen. Die Hoffnung der Elenden wird nicht stets vergeblich sein. Steh auf, o Herr, damit der Mensch nicht die Oberhand gewinnt, dass die Heidenvölker gerichtet werden vor deinem Angesicht. O Herr, lege doch Furcht auf sie, damit die Heidenvölker erkennen, dass sie sterbliche Menschen sind. Die Worte unseres wahren und lebendigen Gottes. Lass uns beten. Gnädiger himmlischer Vater, Ruhm und Preis und Lob und Dank sei dir mit Jubel bis in alle Ewigkeit. Denn du hast deinen Thron gegründet in Gerechtigkeit, du hast es demonstriert und du wirst es wieder demonstrieren. Darum danken wir dir, Vater, dass wir in Jesus Christus Vergebung und Versöhnung mit dir haben, dass wir bei dir stehen und dass unsere Feinde deine Feinde sind. O Herr, hab Dank dafür, dass wir uns bei dir bergen und alles Gericht dir übergeben ist, dass wir uns nicht selbst rächen müssen, denn du, Herr, streitest für uns. Hab Dank und Preis und Ruhm und Lob dafür. Von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen, amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. David kann im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied vom Bedrängnis singen. Ein Psalm ist ein Lied. Dieser Psalm hier ist ein Lied von der Bedrängnis und von Gottes Errettung in der Bedrängnis. Und David kann ein Lied davon singen, denn er hat Bedrängnis zuhauf erlebt. Freunde, denen er vertraute und diente, sind ihm in den Rücken gefallen. Saul, mit dem er arglos beieinander wohnte, ohne ihm ein Böses zu wollen, verfolgt ihn und versucht mehrfach, ihn zu töten. Sein Sohn Absalom. Sein geliebter Sohn trachtet ihm nach dem Leben. David leidet unter viel Bedrängnis, von Freund und von Feind, von allen Seiten. Er ist ein Mann, der in Bedrängnis geübt ist. Und deswegen
weil er schon gelernt hat, wofür Gottes Bedrängnis in seinem Leben gut ist, wozu es ihn bringen soll, weil er die Lektion der Bedrängnis gelernt hat, beginnt er sein Lied gleich damit, dass er den Zweck der Bedrängnis bereits in den ersten drei Versen darlegt. David, weil er in Bedrängnis geübt ist und weil er verstanden hat, wofür sie gut ist, wozu sie ihn bringen soll, beginnt er diesen Psalm damit, dass er gleich anfängt mit den Dingen, die Gott, die dir durch die Bedrängnis beibringen will. Hört mal Verse 2 und 3. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Ich will all deine Wunder erzählen. Ich will mich freuen und frohlocken in dir. Ich will deinem Namen Lob singen, du Höchster. Das, liebe Freunde, sind die Früchte, die die Bedrängnis im Leben Davids hat. Die Früchte, die die Bedrängnis im Leben eines Christen hervorbringt, sind im Psalm 9,3. Das erste ist Gotteserkenntnis. Die Bedrängnis soll dir zeigen, wer Gott ist. Und Gottes Lob mit Freude und Jubel, und das hängt zusammen mit der dritten Frucht, und zwar Zeugnis zu geben und Verkündigung von Gottes großen und mächtigen Taten. Die Bedrängnis bewirkt im Leben Davids, dass er Gott erkennt, dass er versteht, wer er ist, dass er jubelt über Gottes Gerechtigkeit in der Bedrängnis, dass er Gott Lob gibt dafür, wer er ist, wie mächtig er ist, wie groß er ist. Und dass er Zeugnis gibt am Ende des Tages für seine Befreiung. Die Bedrängnis soll im Leben des Christen Gottes Erkenntnis, Lob und Verkündigung seines Namens bewirken. Und diese drei Dinge ziehen sich durch den ganzen Psalm. Sie werden öfters wiederholt und wir werden sie, wenn wir dahin kommen, auch beachten. Also lesen wir weiter ab Vers 4, wo David damit beginnt, von vergangenen Errettungen Gottes zu erzählen. Als meine Feinde zurückwichen, da strauchelten sie und kamen um vor deinem Angesicht. David berichtet uns hier von einer vergangenen Errettung. Gott hat bereits gerettet. Er ist im Moment voller Sorge und der Feind bedrängt ihn wieder und so besinnt er sich auf vergangene Gebetserhörung, auf vergangene Errettung und bekennt, meine Feinde sind schon mal gefallen vor dem Angesicht Gottes. Vers 5, denn du hast mein Recht und meine Sache geführt, du sitzt auf dem Thron als ein gerechter Richter. David versteht, dass Jahwe nicht ein Gott ist wie der Gott der Heiden, wie wir es zum Beispiel aus der griechischen Mythologie kennen oder aus der nordischen, wo die Götter miteinander streiten und am Ende des Tages zeigt sich, wer mächtiger ist. Nein, Gott sitzt auf dem Thron, er regiert souverän und er ist für David und darin findet er seine Ruhe. Gott regiert, er ist hoch und erhaben, Gott über alles, es ist keiner, der ihm gleich ist, es ist kein ebenbürtiges Kräftemessen zwischen Gott und seinen Feinden, Gott wird sie fällen. Er sitzt auf dem Thron, ihr Ende ist gewiss, Gott hat sich gesetzt, Gott hat alle Mittel und alle Wege, um sein Recht zu gründen und er streitet für David. Vers 6. Du hast die Heidenvölker gescholten, den Gesetzlosen umgebracht, ihren Namen ausgelöscht auf immer und ewig. Der Feind, er ist völlig und für immer zertrümmert. Und die Städte hast du zerstört, ihr Andenken ist dahin. Aber der Herr thront auf ewig. Er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht. Hier haben wir Gottes Erkenntnis. David versteht, wer sein Gott ist. Er versteht, was es bedeutet, dass Jahwe Jahwe ist. Dass Jahwe der selbstexistente Gott ist, der Macht hat über alle Dinge. Wie wir letztens im Psalm 8 gelesen haben, der die Sterne gründet, der das Werk seiner Hände herrlich macht, damit der Mensch erkennen möge, wie groß und mächtig Jahwe, der Schöpfer aller Dinge ist. Und David versteht es. Er begreift, wer Gott ist. Was es heißt, dass er thront. Was es heißt, dass er heilig ist, dass er gerecht ist, was es bedeutet, dass er völlig regiert. Jetzt toben die Heiden. Jetzt sind seine Feinde gegen ihn. Aber darin findet er Ruhe, in seiner Gotteserkenntnis.
indem dass er etwas davon versteht, wer Gott ist und wie sein heiliges und herrliches Wesen ist. Das bringt ihm Ruhe in dieser bedrängten Zeit. Beachtet einmal genau hier, was im Vers 4 gesagt wird. Als meine Feinde zurückwichen, da strauchelten sie und kamen um vor deinem Angesicht. Denn du hast mein Recht und meine Sache geführt, du sitzt auf dem Thron als ein gerechter Richter. Diese Situation, die wir hier haben, erinnert an die Begegnung Josuas mit, wie ich meine, dem Herrn Jesus Christus in Josua 5, Abvers 13. Wer möchte, kann es gerne aufschlagen mit mir. Josua 5, Abvers 13. Warum streitet ein gerechter und heiliger Gott für David? Wie kannst du dir sicher sein, dass Gott für dich streitet? Wenn Gott hoch und erhaben ist, wenn er alle seine Feinde mit Sicherheit besiegen kann, wie kannst du dann sicher gehen, dass Gott auf deiner Seite steht? Und die Antwort ist ganz einfach, indem du auf seiner Seite stehst. Es ist nicht so, dass du mit Opfern und Gehorsam dazu kommst, dass Gott sich auf deine Seite stellt, sondern Gott ist es, der gerecht und heilig ist. Und wenn du nach seinem Recht fragst, wenn du im Gehorsam leben willst, wenn du dich auf seine Position stellst, dann kannst du dir sicher sein, dass er auch mit dir ist. Und das ist das, was der Herr Jesus Christus, wie ich meine, dass dieser Engel, von dem wir gleich lesen werden, ist, Josua sagt, im Kapitel 5, Vers 13, Josua Kapitel 5, Vers 13. Es geschah aber, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um. Und siehe, ein Mann stand bei ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in der Hand. Also Josua geht hier quasi und plötzlich erscheint ihm dieser mächtige Krieger und er hält ihn für einen ganz normalen Mann. Dieser mächtige Krieger steht da mit einem blanken Schwert in der Hand, ein Kriegsmann, und Josua, mutig wie er ist, geht zu ihm hin und spricht: Bist du für uns oder für unsere Feinde? Josua bezeichnet sich hier als das Zentrum der Dinge. Wir sind wir. Und bist du für uns oder bist du für unsere Feinde? Für wen bist du? Und was sagt der Herr Jesus Christus? Er aber sprach: Nein. Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Die Aussage, die der Herr Jesus Christus hier macht: Nein, Josua, ich bin nicht für dich, sondern wenn du für den Herrn bist, dann bist du für mich. Josua ist nicht das Zentrum aller Dinge. Nicht wer zu Josua hält, ist gut, sondern wenn Josua sich an Gott hält, dann steht er auf der richtigen Seite. Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Das ist der Grund, warum ich denke, dass der Herr Jesus Christus Herr Josua begegnet. Denn Josua betet ihn an. Und er wird nicht aufgehalten, sondern seine Anbetung wird bestärkt, indem er seine Schuhe ausziehen soll. Das ist genau das, was wir hier bei David sehen. Vielleicht dachte er an die Begegnung Josuas mit dem Engel. Aber David ruht darin, dass Gott für ihn streitet. Denn Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und David ist einer, der die Ungerechtigkeit, so gut er kann, aufgeben will und sich zu Gott stellt. Es ist hier etwas ganz was anderes als bei den Heiden, die versuchen, die Götter auf ihre Seite zu ziehen, damit die Götter für ihre Sache streiten. Nein, wenn du willst, dass Gott für dich streitet, stell dich zu Gott. Liebe sein Gebot. Lerne Weisheit von ihm. Lebe für ihn. Du kannst Gott nicht auf deine Seite ziehen, sondern wenn, dann zieht Gott dich auf seine Seite. Gott ist der Feinde Davids, weil David für Gott lebt. Und darum sind die Feinde Gottes nun Feinde Davids geworden. Und deswegen streitet der Herr sicher für ihn. Wenn du streitest, stelle sicher, dass du auf Gottes Seite stehst. Wenn du dich auflehnst gegen den Staat, wie wir es getan haben bei Corona, dann stelle sicher, dass es nicht rebellisch ist, was Gott hasst, sondern dass es ist, weil du zu ihm stehst. Weil dein Gewissen
geschärft ist an Gottes Wort. Eine Impfung nicht anzunehmen wegen dem Gewissen, weil zum Beispiel Babyföten in der Verarbeitung gebraucht wurden oder weil der Herr sagt, du sollst deinen Tempel, den Körper nicht schaden absichtlich und diese Impfung doch sich als schädlich erwiesen hat. Deswegen war unser Gewissen damals da angehalten, dem Herrn mehr zu gehorchen als Menschen und es nicht zu tun. Wenn du gegen Menschen streitest, wenn du irgendein Gefecht anfängst, stelle sicher, dass du auf Gottes Seite stehst. Die Schrift mahnt uns, mit allen Menschen, so viel an uns liegt, im Frieden zu sein. Also wenn du streitest, dann streite mit einem reinen Herzen, einem reinen Gewissen, weil du für Gott streitest. Weil die, die deine Feinde sind, deinen Gott angreifen und für dir Ungehorsam fordern. Wenn du aneckst, stell sicher, dass du nicht aneckst, weil du rebellisch bist, sondern weil du dich an deinen Gott hältst. Ein ganz prominentes Beispiel. Wir verkünden mutig, dass Abtreibung Mord ist und wir werden anecken. Aber wir ecken an, nicht weil wir rebellisch sind oder Streit suchen, sondern wegen dem Wort unseres Gottes. Wir können nicht zu einem jungen Mann sagen, der tut so, als wäre eine Frau, dass er eine Frau ist. Wir können ihn nicht mit seinem selbstgewählten Frauennamen anreden. Aber nicht, weil wir streiten wollen, sondern weil wir diesen armen Menschen nicht in seiner Lüge unterstützen wollen, weil Gott ein Gott der Wahrheit ist. Wenn wir anecken, lasst uns anecken, weil wir bei Gott stehen. Und dann kannst du dir sicher sein, dass dein Gott für dich streiten wird. Davon lesen wir weiter in Vers 9 und 10. Ja, er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und den Völkern das Urteil sprechen, wie es recht ist. Und der Herr und Jahwe wird eine Zuflucht sein dem Unterdrückten, eine Zuflucht in Zeiten der Not. Liebe Freunde, im ganzen Psalm, nicht nur in diesem, sondern im ganzen Psalter und auch im Buch der Sprüche und eigentlich in der ganzen Heiligen Schrift finden wir immer wieder den Kontrast zwischen dem, der Gott fürchtet, und dem Feind Gottes. Psalm 1, könnt ihr euch erinnern, wenn wir begonnen haben, die Psalmen zu studieren, war das Thema von Psalm 1 zwei Wege. Du kannst keinen Mittelweg gehen. Entweder du gehst für Gott oder du gehst gegen Gott. Entweder du sammelst mit Christus oder wer nicht mit ihm sammelt, spricht der Herr selbst, der zerstreut. Es gibt keinen Mittelweg, es gibt keine Grauzone. Es gibt einen Weg für Gott und es gibt einen dagegen. Es ist nicht so, wie mein Religionsprofessor immer sagte, es gibt einen Berg und da oben ist dieses Ziel und alle Wege führen auf dieses eine Ziel. Nein, es gibt einen Weg zu Gott und der ist Jesus Christus und es gibt viele, die gegen ihn sind. Es gibt keine Grauzone und keinen Mittelweg. Und das ist ein Kontrast, der uns hier im Psalm 9 auch aufgezeigt wird. Da gibt es den Gesetzlosen, der sich selbst groß machen will, der seine eigene Ehre und seinen eigenen Ruhm, seinen eigenen Reichtum anstrebt und der wird völlig vergessen werden. Und dann gibt es diejenigen, die Gott nicht vergessen. An die Armen und Elenden, die ewig bei ihm bleiben. Wer sind diese Elenden, von denen der Psalm 9 spricht? Nun, das sind alle, die sich an Gott halten. Selbst David in all seinem Reichtum als König ist einer von diesen Armen und Elenden. Der Psalm 9 spricht von den Armen und Elenden als denen, die sich an Gott halten. Und das ist genau das, was der Herr Jesus Christus in Matthäus 5 in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen auch unterstreicht, dass alle, die Gott dienen, auf die ein oder andere Weise Arme und Elende sind. Ich lese es für euch. Matthäus 5, Abvers 3. Wer möchte, kann gerne aufschlagen und mitlesen. Matthäus 5, einfach zu finden, die Bergpredigt, ganz am Anfang Matthäus 5, Abvers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reinen Herzens sind,
denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Hier beschreibt der Herr Jesus Christus in erster Linie sich selbst. Und in zweiter Linie jeden Christen, der ihm nachfolgt und ihm ähnlich wird durch die Kraft des Geistes. Jeden Christen beschreibt es, der von der Feindschaft und der Kindschaft des Satans hin zur Nachfolge Jesu gekommen ist. Und diese Kindschaft Gottes bedeutete damals für David, obwohl er sie noch nicht so völlig verstanden hat, weil die Offenbarung von Christus nicht so voll gegeben war, oder heute, wo wir die volle Offenbarung Gottes haben, es bedeutete damals wie heute, dass jemand, der Gott dient, unter weltlicher Ungerechtigkeit leiden wird. Und in dieser Hinsicht ist jeder von uns auf eine gewisse Weise ein Armer, ein Bedrückter, jemand, der leidet unter der Ungerechtigkeit der Welt. Denn wenn du nie leidest unter der Ungerechtigkeit der Welt, dann solltest du dir die Frage stellen, ob du nicht vielleicht doch von der Welt bist. Jemand, der von der Kindschaft Satans hindurchgedrungen ist zur Kindschaft Jesu Christi, wird trauern und weinen über die Ungerechtigkeit der Welt an dem ein oder anderen Punkt. Und diese Not, liebe Freunde, führt den, der Gott kennt, immer zu Gott, weil er seine Hoffnung mit Recht nur auf Gott richtet. Jemand, der verstanden hat, wie geistig arm er ist, wie nichts er Gott bringen kann in seiner eigenen Kraft, der wird fallen auf das Kreuz von Christus. Der wird kommen zu dem Gott, der leere Hände gerne füllt. Er wird seine leeren Hände heben und Füllung erwarten von seinem Gott, der der Geber aller guten Gaben ist. Jemand, der geistlich arm ist, jemand, der bedrückt wird von der Welt, der wird dadurch getrieben zu dem Gott, der die leeren Hände gerne füllt und der der Überwinder der Welt ist, nämlich Jesus Christus. Kennst du diesen Gott? Immer wieder hier im Psalm 9 wird gesagt, zum Beispiel im Vers 3, ich will mich freuen und frohlocken in dir, ich will deinem Namen Lob singen. Oder im Vers 11, darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich hersuchen. Immer und immer wieder ist es hier im Psalm 9 ein Verständnis von dem, wer Gott ist, eine Gotteserkenntnis, die dem Christen Ruhe gibt. Kennst du Gott? Glaubst du, was hier steht? Glaubst du, dass Gott den Armen und Elenden, der seine eigene Bedürftigkeit versteht, der versteht, dass er aus eigener Kraft nichts erreichen kann und dass er deswegen Gott braucht, von dem er versteht, dass er gnädig ist? Glaubst du, dass Gott den nicht verlassen wird und nicht untergehen lassen wird? Ist es etwas, was du glaubst? Ist es etwas, was du verstehst? Ist es etwas, wofür du Gott dankst? Kennst du Gott? Und hier haben wir mehrere Anzeichen in diesem Psalm für jemanden, der Gott wirklich kennt. Und das erste ist, dass du seine Weisheit in seinem Wort suchst. David ist hier nicht jemand, der mit menschlicher Weisheit einen Plan schmiedet gegen seine Feinde. Ja, David war ein erfahrener Kriegsmann, aber am Ende des Tages erkennt er an, dass alle seine Pläne nichtig sind und nicht gelingen werden, wenn Gott nicht mit ihm streitet. Wenn Gott nicht für ihn ist. David sucht in erster Linie keine menschliche Weisheit. Er schlägt in erster Linie kein Buch darüber auf, wie man richtig Krieg führt, sondern sein erster Weg ist zu Gott und zu seinem Wort, um zu verstehen, wer Gott ist, und klammert sich an ihn, damit alle seine Unternehmungen gelingen mögen, weil er sich auf seinen Gott verlässt. Das ist ein Anzeichen dafür, dass jemand Gott kennt, dass er seine Weisheit in seinem Wort sucht. Und das ist das Gegenteil von gesetzlos. Der Gesetzlose wird untergehen. Aber David ist einer, der sich zu Gott stellt. Und woher weiß er, wie Gott ist? Aus Gottes Wort. Aus der Heiligen Schrift, die er sehr wohl besessen hat. Sie war noch nicht abgeschlossen, aber trotzdem hatte er das Zeugnis Gottes in der Schrift.
und hat es hochgehalten und studiert, um Gottes Weisheit zu lernen. Und jemand, der Gott kennt, er fleht von Gott seinen Beistand. Jemand, der Gott wirklich kennt, weiß, wer er selbst ist, wie unfähig und arm und elend er ist, und deswegen geht er zu Gott. Und dann gibt es in Vers 12 zwei weitere Anzeichen, dass jemand wirklich seine Hoffnung auf Gott gesetzt hat. Hört mal. Lob singt dem Herrn, der in Zion wohnt, verkündigt seine Taten unter den Völkern. Jemand, der seine Hoffnung in Gott findet, der kann nicht anders als zu jubeln über das, wer er ist. Der kann nicht anders als auszurufen, wie herrlich Gott ist. Und deswegen ist das Anzeichen dafür, dass jemand seine Hoffnung in Gott wirklich findet, Jubel und Lob für Gott. Und dass er nicht schweigen kann über Gottes Taten. Jemand, der Gott kennt, der lobt ihn für das, was er bereits von ihm verstanden hat. Wir werden Gott in alle Ewigkeit im Himmelreich loben, weil wir immer mehr und mehr von ihm verstehen werden. Deswegen wird der Himmel nicht langweilig. Aber auch jetzt hast du schon etwas von Gott verstanden. Auch wenn unser Erkenntnis Stückwerk ist, auch wenn unser Verständnis von Gott noch so schwach ist auf dieser Erde, Gott hat dir etwas gegeben von ihm. Er hat dir etwas gezeigt von sich selbst, wenn du wirklich sein Kind bist. Und deswegen muss es dich treiben in Anbetung und Lob und dass du nicht schweigen kannst davon, wer Gott ist. Jemand, der gerade errettet wurde von dem Tod. Jemand, der geheilt wurde, der auferweckt wurde von den Toten. Wie wir es im Neuen Testament immer wieder lesen, wo Jesus diese Wunder tut. Die konnten alle nicht anders als jubeln, zu preisen und zu rufen, was Gott für sie getan hat. Hat Gott dich errettet? Schweig nicht darüber. Wenn du seine Rettung erfahren hast, dann wirst du darüber nicht schweigen können. Du wirst darüber reden. Geh diesem Bedrängnis nach. Tu es. Verkündige Gottes Taten und rede, wo du kannst, wo sich Gelegenheit bietet, über die Herrlichkeit deines Gottes, sowohl in der Schrift als auch in Gottes Vorsehung, was er in deinem Leben für dich getan hat. Rede über Gottes herrliche Taten. Rede darüber, dass er Christus auferweckt hat von dem Tod, dass er Herr ist über alle Dinge. Rede über seine herrlichen Taten in der Schrift, aber rede auch darüber, wie Gott dir geholfen hat. Nicht, weil es heute noch moderne Propheten gibt und Gott zu dir hörbar reden würde, er tut das nur in der Schrift. Anders als bei David. David war ein Prophet und hat noch von Gott gehört, aber seine Vorsehung wirkt heute. Gott wirkt heute in deinem Leben durch seine souveräne Hand. Dass zum Beispiel unser Bruder Burim die Wohnung bekommen hat, die er sich gewünscht hat, das ist ihm zuteil geworden. Entgegen allen Erwartungen. Das ist Gottes Vorsehung. Erkenne Gott an in deinen Lebenswegen und preise ihn dafür und erzähle, was er Gutes für dich getan hat. Wie es heißt in der Schrift, sagt nicht, wir wollen Handel treiben und gehen und Gewinn machen, sondern sagt, wenn Gott will, so wollen wir gehen und Handel treiben. Erkenne Gott auf allen deinen Wegen. Erkenne, dass er, der souveräne Herr, alle deine Schritte lenkt und alles, was du an Wohltat erbst, aus seiner guten Hand kommt. Manchmal ist es offensichtlicher für uns und manchmal scheint es so natürlich, dass uns Dinge zufallen. Erkenne, dass Gott hinter allem steht. Wenn es offensichtlich ist, wenn es wundersam aussieht, als auch wenn es natürlich aussieht. Erkenne Gott an und danke ihm für seine Führung und erzähle deinen Brüdern, deinen Schwestern in der Gemeinde, erzähle in der Welt deinen Arbeitskollegen, erzähle von Gottes Güte. Erzähle von ihm und seiner Macht. Berichte, was er dir Gutes getan hat. Dass der Glaube deiner Brüder gestärkt wird. Als Amelie und ich in Frankfurt waren, hat uns eine geliebte Schwester, die ihr kennt, erzählt davon, wie Gott sie auf wundersame Weise, scheinbar so zufällig, auf einen Artikel über Schwangerschaftsvergiftungen gebracht hat. Und sie hat ihn gelesen und ist draufgekommen, diese Symptome stimmen zu und das hätte das Leben gerettet. Ist sofort ins Krankenhaus und der Herr hat diesen scheinbar unscheinbaren Artikel, der irgendwie zugekommen ist, gebraucht, um ihr Leben zu retten. Und unser Glaube wurde gestärkt. Amelie und ich wurden ermutigt, dieses Zeugnis zu hören.
Also erzähle dein Zeugnis. Ich denke nicht, dass im Gottesdienst das Platz hat, dass jeder sein Zeugnis erzählen sollte von der Kanzel. Ich denke nicht, dass das in die Anforderungen für biblischen Gottesdienst passt. So viel nur als Exkurs. Aber erzählt euch untereinander eure Zeugnisse. Verkündigt den Geschwistern die Treuen, Werke und die Vorsehung Gottes, dass wir ermutigt werden und erbaut werden. Erzähle von Gottes Wundern. Wer sind aber auf der anderen Seite die Heiden, von denen hier geredet wird? Wir haben gerade gesehen, dass der Arme und Unterdrückte im Prinzip jeder Christ ist, der Gott nachfolgt. Jeder Christ fällt in diese Kategorie, der seine Armut einsieht, der erstens mal einsieht, dass er die Gerechtigkeit von Christus braucht, die Vergebung der Sünden durchs Kreuz und nicht seine eigene Gerechtigkeit hat, dass er arm ist in diesem Sinn. Aber dass er auch arm ist in allen anderen Dingen und nichts Gutes tun kann, außer Gott schenkt es ihm. Jeder, der arm ist und der, weil er zu Christus steht, von den Feinden Christi bedrängt wird, jeder auf diese vielzähligen Weisen Armut in Gott hat, wird hier im Psalm 9 beschrieben. Aber wer sind die Heiden? Wer sind die Heidenvölker, von denen hier die Rede ist? Und das sind auf der anderen Seite alle, die Gott verlassen. Alle, die Gott den Rücken zukehren. Seien es Heiden, tatsächliche Heiden, oder seien es Juden. Hört mal, was Jesaja 1 spricht zu den Juden. Hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Hört ihr das? Er nennt die Juden Fürsten von Sodom. Nimm zu Ohr das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern überdrüssig und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich keinen Gefallen. Hier ist die Rede von Juden, die sich was darauf einbilden, dass sie doch Abstammer, Same Abrahams sind, wie Jesus auch ihnen erwidert, dass sie nicht Same Abrahams sind, wenn sie nicht Abraham gemäß leben. Und so werden hier die Juden in Jesaja 1 als Volk von Gomorra bezeichnet. Heiden. Sie sind zwar beschnitten am Fleisch, aber nicht beschnitten am Herz. Sie sind in Wahrheit dem Herz nach Heiden. Oder in Offenbarung 11,8, wo sehr deutlich wird, dass die Offenbarung von der Zerstörung Jerusalems handelt, da wird Folgendes gesagt. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen. Hört mal. Die im geistlichen Sinne Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Wo ist unser Herr gekreuzigt worden? In Jerusalem. Und hier wird beschrieben, wie die Offenbarung, diese Zerstörung auf die Stadt zutrifft, die Sodom und Ägypten heißt, wo unser Herr gekreuzigt worden ist. Das heißt, die Juden sind so sehr verdorben worden. Matthäus 23, Christus straft sie und redet über Gottes Gericht, über Gottes summarisches Gericht gegen sie. Und hier wird deutlich in Offenbarung 11,8, dass die, die doch eigentlich Juden sein sollten, die, die doch eigentlich Gott kennen sollten, genauso geworden sind wie diejenigen, die Gott einst vernichtet hat, weil sie gottlose Heiden waren. Gott hat Ägypten vernichtet, den Pharao ersäuft im Meer mit seinem Heer. Gott hat Sodom verbrannt mit seinem Zorn. Und diese Juden, die behaupten, Gott zu kennen, sind genauso gottlos und heidnisch geworden wie sie. Hier wird deutlich durch diese beiden Passagen, wir könnten noch mehr aufzählen, Heiden, Griechen, als auch Juden, die Jesus Christus ablehnen. Die Gott ablehnen, denn wer den Herrn Jesus Christus ablehnt, der lehnt auch den ab, der ihn gesandt hat. Jeder, der Jesus Christus ablehnt, ist ein Heide. Und das ist etwas, was man unseren dispensationalistischen Freunden sagen muss, die so viel achten auf das jüdische Volk. Und wir sollten nicht antisemitisch sein, wir sollten nicht die Juden hassen, weil sie Juden sind, auf gar keinen Fall. Aber wir sollten uns auch keine Illusionen darüber machen, dass die Juden, die heute in Israel leben, nicht Gottes Volk sind. Denn Gottes Volk dient Christus. Diese Juden sind im Herzen Heiden. Genauso wie die Baals-Anbeter, wie die nordischen Götter anbeten oder sonstiges in fernen Ländern irgendwelche Waldgeister anbeten. Sie alle sind Heiden. Und in diesem Psalm 9 geht es um alle, die Gott nicht kennen, die nicht versöhnt wurden mit Gott durch das Kreuz
von Christus. Denn auch David wurde hinblickend auf das Kreuz von Christus durch Christus erlöst, so wie alle anderen, die jemals gelebt haben, die Vergebung mit Gott haben. Aber das ist heute nicht unser Thema. Und dann lesen wir weiter in Vers 13 bis 15. Vers 13 bis 15. Denn er forscht nach der Blutschuld und denkt daran. Er vergisst das Schreien der Elenden nicht. Wir lesen gleich weiter bis Vers 15. Lass uns hier mal einhaken. Gott ist ein Gott, der Unrecht nicht unter den Teppich kehrt. Auch Kriegsverbrechen, die lange vergangen sind, die niemand gesehen hat, das Verborgene, das kein Mensch weiß, alles ist für Gott Licht und bekannt. Und er wird von jedem einzelnen Menschen Rechenschaft fordern für alle seine Verbrechen. Wer nicht Vergebung durchs Kreuz hat, muss selbst gerade stehen für seine Verbrechen. Wenn nicht Christus am Kreuz alle deine Sünden getilgt hat, musst du selbst gerade stehen für deine Sünden, auch wenn kein Mensch davon weiß. Hinter verborgener Hand, ohne dass es Konzentrationslager gibt, werden heute die Ungeborenen zahlreich abgeschlachtet. Und Gott wird richten. Ihr Blut schreit zu Gott. Meint nicht, dass es einfach so verheilt bleibt. Ihr Blut schreit zu Gott und der gerechte Gott, der langmütig und geduldig ist, wird diese Sünde richten und Recht schaffen. Auch wenn jetzt nicht wirklich etwas Sichtbares danach aussieht. Gott wird richten. Im Psalm 50, Vers 18 wird die Torheit der Sünder beschrieben. Wo steht, siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an und mit den Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Deinen Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder, den Sohn deiner Mutter verleumdest du. Das hast du getan, aber ich habe geschwiegen. Da meintest du, ich sei gleich wie du, aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Weil Gott langmütig ist mit seinem Gericht, weil jeder Mensch, jede Frau, die eine Abtreibung tut, nicht sofort vom Blitz erschlagen wird, deswegen meinen die Menschen, Gott sei gleich wie sie. Habt ihr nicht gehört von diesen blasphemischen Worten? Ich will sie gar nicht aussprechen. Gott sei queer. Oder wo wir auf der Pride waren, wo jemand uns ernsthaft weismachen wollte, dass Gott all das, was sie hier tun, gutheißen würde. Gott schweigt dazu. Er erschlägt sie nicht sofort mit dem Blitz und deswegen tun sie genau das, was Psalm 50 ab Vers 18 redet. Sie glauben, Gott ist gleich wie sie. Das ist die Dummheit und die Torheit der Sünder, die den Namen Gottes nicht kennen. Aber wir kennen den Namen Gottes, denn Christus Jesus hat ihn uns bekannt gemacht. Wie er sagt in Johannes 17, Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Merke, dass der Christ Rettung erbittet von Gott, weil er versteht, wer Gott ist. Die Heiden machen sich Illusionen über Gott und meinen, Gott wäre genauso gesetzlos wie sie. Aber in Wahrheit ist Gott heilig und erhaben und gerecht und thront im Himmel. Und alles Schweigen Gottes ist nur für eine gewisse Zeit, bis er das Schweigen bricht und Gericht hält mit allen Gottlosen. Lesen wir nochmal Vers 13 bis Vers 15. Denn er forscht nach der Blutschuld und denkt daran, er vergisst das Schreien der Elenden nicht. Herr, sei mir gnädig. Sieh, wie ich unterdrückt werde von denen, die mich hassen. Befreie mich aus den Toren des Todes, damit ich all dein Ruhm erzähle in den Toren der Tochter Zion, damit ich jauchze über dein Heil. Ich möchte noch unser Augenmerk auf eine Sache hier legen. Siehst du, wie David Gottes Rettung erbittet, damit Gott Dank widerfährt? David erbittet Rettung von Gott, damit Gottes Name gerühmt werde. Und das ist ein Prinzip, was wir in der ganzen Heiligen Schrift sehen. Jedes Mal, wenn Mose Rettung Gottes erbittet für sein Volk, sagt er, um deines Namens willen, damit die Heidenvölker nicht lästern über deinen Namen. Damit sie sich nicht ihre Münder zerreißen und sagen, der Gott Israels könne nicht retten. Und das ist genau Davids Anliegen. Gott rette mich, damit du gelobt wirst.
Ist das dein Anliegen? Erflehst du und erbittest du Gottes Rettung, weil du nach seinem Ruhm verlangst? Weil dein höchstes Anliegen seine Ehre ist? Das ist, was wir beten im Vater unser. Dein Wille geschehe. Wenn du verstehst, wer Gott ist und dass Gott nur gut ist, dann verstehst du auch, dass dein Leid, was du im Gehorsam ihm gegenüber erlebst, für dich geschieht. Damit Gott etwas Größeres und Wunderbares in deinem Leben tut. Damit Gott sich Herrlichkeit und Ehre in deiner Rettung erwirkt. Hast du diese Haltung? Bist du bereit zu leiden, damit Gottes Ruhm daraus kommt? David leidet bereitwillig und erbittet Erhörung, damit Gottes Ruhm und Lob und Anbetung daraus entspringt. Und wer diese Herzenshaltung hat, der ist bereit, vieles im Leben zu ertragen. Sind wir bereit zu leben für Gottes Ruhm? Ist es, was unser Denken, unser Handeln prägt? Sind wir bereit, unser Leiden zu tragen? Wenn wir sagen, Herr, lass mich leiden, wenn dein Ruhm daraus kommt. Befreie mich, wenn dein Ruhm daraus kommt. Egal, was du mit mir tust, tu es, dass dein Ruhm daraus kommt. Wenn du so jemand bist, kannst du bitten von Gott, was immer du willst, und du wirst es erhalten. Wenn du ein Mensch bist, ein Mensch Gottes, der nach Gottes Ruhm und nach Gottes Ruhm hauptsächlich und nach Gottes Ruhm als Priorität im Leben trachtet, wenn Bewahrung vor Schmerz und Unheil hinten steht und Gottes Ehre dein oberstes Anliegen und Ansuchen ist, dann kannst du bitten, worum du willst. Mit dieser Haltung, und Gott wird es dir geben. Wer bittet Gottes Willen gemäß, der wird von Gott erhört werden, ganz sicher. Viele Gebete werden nicht erhört, weil wir sie für uns beten. Und wir sollen auch für uns beten, versteht mich nicht falsch. Gott segnet uns für seine Ehre. Aber unser allererstes Anliegen muss sein, Gottes Ehre. Gottes Ehre. Wenn Gottes Ehre dein höchstes Ziel, dein höchstes Anliegen ist, dann kannst du sprechen mit dem Apostel Paulus im Philipperbrief. Ich kann arm sein oder reich sein, satt sein oder hungern. Ich kann alles durch den, der mich stark macht, Christus, den Herrn, weil er alles tut durch Christus, für Christus und für seine Ehre. Das ist eine Haltung, die wir hier lesen und die so leicht überlesen wird in Vers 12. Und weiter, in Vers, nicht Vers 12, sondern Vers 15. Wo er betet, dass er aus den Toren des Todes befreit wird, damit er all seinen Ruhm erzählt in den Toren der Tochter Zion, damit er jauchzt über sein Heil. Und damit, liebe Freunde, müssen wir zufrieden sein, dass Gott Ehre bekommt. Und mir fallen einige Situationen ein, wo man das anwenden kann auf unsere Leben. Sind wir zufrieden mit der Vergangenheit, die Gott führte für seinen Ruhm? Dass wir zum Beispiel die schrecklichen Jahre in der CIA erleben mussten, weil Gott es so wollte, für seinen Ruhm. Was heißt wollte? Nicht gemäß seinem offenbarten Willen. Sein offenbarter Wille hätte uns da lang vorher rausbringen sollen, wenn wir verstanden hätten, was er eigentlich möchte von Gemeinde. Aber gemäß seinem souveränen Willen hat es dann doch so geführt, damit sein Ruhm daraus kommt. Oder zum Beispiel, wie wir heute gelesen haben, in 1. Samuel 1, wenn Kinderwunsch manchmal unerfüllt bleibt, sind wir zufrieden mit, wenn sein Ruhm und sein Lob daraus kommt? Wenn zum Beispiel jemand unfruchtbar ist und keine Kinder bekommen kann, dass Gott sich selbst Ruhm darin erweckt, dass die Person zu einer Stütze wird für Brüder und Schwestern in der Gemeinde und geistliche Kinder hat, sind wir zufrieden damit? Oder mit der politischen Lage? Wenn wir uns ärgern über ungerechte Steuern, sind wir zufrieden damit, weil wir wissen, Gott lässt diesen Feind aufstehen, um ihn zu stürzen, damit sein Ruhm daraus kommt? Der Punkt, der hier gemacht wird, den ich hier machen möchte, als Beispiel aus dem Leben Davids, Zufriedenheit zu haben, weil Gott sich Ruhm erweckt in deiner Erhörung, in deiner Befreiung, aber auch in deiner Bedrängnis. Er wird dich am Ende des Tages rausretten, sei es am letzten Tag, sei es, indem ein Apostel Paulus dem Feind entkommt, indem sein Kopf abgetrennt wird und er deswegen bei Christus ist, oder indem David einen Stein schleudert gegen die Stirn Goliaths und er zu seiner Lebzeit fällt. Egal wie es kommt, Christ, Gott wird dich befreien. Du wirst frei werden, spätestens, wenn Christus wiederkommt und du auferstehen darfst und Christus alles Böse beseitigt. Du wirst frei werden
Bist du zufrieden damit, dass Gott es auf seine Weise tut, damit sein Ruhm darin möglichst groß wird? Lass uns weiterlesen in Vers 9, Vers 16 bis Vers 19. Die Heidenvölker sind versunken in der Grube, die sie gegraben haben. Ihr Fuß hat sich gefangen im Netz, das sie heimlich stellten. Der Herr hat sich zu erkennen gegeben, hat Gericht gehalten. Der Gottlose ist verstrickt in dem Werk seiner Hände. Die Gottlosen müssen ins Totenreich hinabfahren. Alle Heidenvölker, die Gott vergessen. Der Arme wird nicht für immer vergessen. Die Hoffnung der Elenden wird nicht stets vergeblich sein. Liebe Freunde, hier ist das Evangelium. Wer anerkennt, wie arm er ist und seine Hoffnung bei Gott findet, wird nicht vergessen werden. Es ist nicht so, dass die Weltmenschen alle ihren Ruhm suchen und dass wir auch selbst danach neigen, Ruhm zu haben. Das ist etwas, wonach jeder irdische Mensch strebt. Wir wollen anerkannt werden und das hat auch in gewissem Sinn seinen Platz, dass wir den anderen anerkennen für das, was er gut kann. Aber Menschen neigen dazu, dieses natürliche Bedürfnis nach Anerkennung zu einem Götzen zu machen. Superstars streben nach mehr und mehr und mehr Anerkennung. Politiker bleiben sichtbar im Amt, nicht weil sie ihren Job gut machen, weil sie mehr und mehr und mehr Macht wollen. Macht, Anerkennung, etwas zu gelten auf Erden. Das ist der Götze der Zeit. Menschen versuchen, Gott zu spielen. Ein Klaus Schwab, ein Georg Soros, die sich bemühen, gottähnliche Gestalten zu werden und nicht mal dazu schweigen, sondern auch öffentlich zugeben, dass sie gerne Gott spielen und gerne Macht haben. Hier sind Menschen, die unbedingt wollen, dass ihr Name bleibt auf Erden. Die sich selbst ein Denkmal machen wollen. Oder denken wir zum Beispiel an einen Hitler mit seiner Vision von Germania. Dass ein Denkmal aufgerichtet wird bis in alle Ewigkeit und seine Taten nie vergessen werden. Gott stürzt die Heidenvölker. Wir haben hier das Versprechen, dass all diejenigen, die ihren eigenen Namen groß machen wollen, fallen werden und in völliger Vergessenheit dahin sinken werden. Alle, die Gott vergessen, werden in Ewigkeit vergessen. Weißt du, was das heißt? Alle, die sich gläubig an Gott klammern, die seine Ehre suchen, die seinen Ruhm suchen, werden in alle Ewigkeit nicht vergessen werden. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Denn derjenige, der hoch und erhaben und höher als die Himmel ist, er denkt an den elendsten und kleinsten und ärmsten und unbedeutendsten, der ihn nicht vergisst. Du willst in Ewigkeit bleiben und nicht vergessen werden? Verleugne dich selbst und such Gottes Ehre und Gottes Ruhm. Und all dieses Nachdenken über Gott führt David nun zu Vers 20 und 21. Steh auf, o Herr, damit der Mensch nicht die Oberhand gewinnt, dass die Heidenvölker gerichtet werden vor deinem Angesicht. O Herr, lege doch Furcht auf sie, damit die Heidenvölker erkennen, dass sie sterbliche Menschen sind. Denn viele Heidenvölker tun groß und behaupten, sie wären Götter. Aber Gott wird sie alle fällen und alle stürzen und es ist Davids Gebet, dass es so kommt. David, nachdem er sich all das vor Augen hält, wer Gott ist, wie herrlich er ist, wie sicher sein Gericht ist, fängt an, den Willen Gottes zu Gott zu beten. Gott hat gesagt, sucht mich, hier ist David und sucht ihn. Gott hat gesagt, er wird die Enden der Erde richten und die Heidenvölker stürzen, die sich auflehnen. Hier ist David, der genau das betet, was Gott verheißen hat, dass er tun würde. Liebe Freunde, hier wird wieder klar, Gebet ist nicht Gottes Meinung zu ändern, sondern Gebet verändert dich. David hat hier verstanden, wer Gott ist und deswegen beginnt er, Gottes Willen zu Gott zu beten. Bete Gottes Willen zu Gott. Es sind Gebete, die sicher erhört werden. Lass uns nun abschließen, nachdem wir diesen ganzen Psalm durchgegangen sind und im Grunde drei Anwendungen für uns herausziehen. Lass uns drei Dinge zu Herzen nehmen und das sind drei Früchte, die du in deinem Leben forcieren musst, als Nachfolger Christi.
Das erste ist, lobe freudig. Lobe freudig. Du wirst bedrängt, du lebst das Unrecht der Zeit. Lobe Gott freudig, weil du verstanden hast, wer er ist. Lobe Gott freudig dafür, dass er Gnade hat und vergibt, wem er will in Christus Jesus. Aber lobe Gott auch freudig dafür, dass er einen Tag bestimmt hat, wo all das Wüten der Heiden ein für alle Mal ihr Ende hat. Lobe Gott freudig für alle seine Taten, für alle seine Eigenschaften. Lerne Gott kennen und lobe ihn dafür, wer er ist. Lobe ihn für seine Gerechtigkeit, für seine Gnade, für seine Heiligkeit. Lobe ihn für Christus Jesus, in dem er sich uns genaht hat. Lobe ihn aber auch für seinen Zorn. Preise ihn doch mal dafür, dass er heiligen Hass hat gegen die Gottlosen. Nicht ohne die Gnade, die er trotzdem den Gottlosen gibt, die er in Christus erwählt hat und dass er Bekehrung schenkt. Aber Gottes Hass ist etwas, das des Lobes würdig ist. Dass Gott, weil er Liebe ist, den Ungerechten nicht auf ewig gewähren lassen wird. Lobe Gott für alle seine Eigenschaften. Lobe Gott öffentlich im Gottesdienst laut mit Jubeln. Lobe ihn aber auch privat. Dein Singen und deine Anbetung sollte nicht nur auf den Sonntag beschränkt sein. Lobe Gott freudig wegen dem, wer er ist. Das zweite ist, bezeuge mutig. Lobe Gott freudig, aber bezeuge mutig. Bezeuge mutig, wer er ist. Schäm dich nicht für das, wer er ist. Tu nicht so, als wäre die Welt neutral. Sie sind Kinder des Satans. Bring ihnen das Licht Gottes, auf das etliche erleuchtet werden mögen. Bezeuge mutig, wer Christus ist. Steh mutig zu Gottes Wahrheiten, dass Gott heilig ist und dass er nicht wie ein Santa Claus ist, nur halt noch größer. Bezeuge Gottes Heiligkeit. Bezeuge, dass er Gericht halten wird. Bezeuge, dass er den Pharao versenkt hat und ersäuft hat im Meer. Bezeuge aber auch, dass er Gnade in Christus Jesus allen gibt, die sich an ihn wenden. Bezeuge, dass er die Himmel und die Erde gemacht hat. Bezeuge, dass er es ist, der sich in der Natur verherrlicht, der seine Weisheit zur Schau stellt in der Schöpfung. Bezeuge Gott mutig und schäme dich nicht. Schäme dich nicht und fürchte dich nicht, als Dummkopf dargestellt zu werden, der an einen Schöpfergott glaubt statt an Evolution. Bezeuge mutig. Bezeuge Gott mutig und bekenne vor der Welt, was er Herrliches getan hat. Bezeuge aber auch Gottes Werke durch seine Vorsehung mutig. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Dinge, die er dir schenkt in deinem Leben, durch Vorsehung, wo dir Segnungen zufallen, seine Segnungen durchleiht oder offensichtliche Segnungen, die sofort freudig sind, bezeuge Gottes Segnungen und Gottes Wirken in deinem Leben zu deinen Geschwistern, dass auch sie ermutigt werden. Bezeuge mutig. Und das dritte ist, bete gläubig. Hier ist dein Gott. Hast du verstanden, wer er ist? Hast du verstanden, dass er der Gott ist, der hoch und erhaben thront, der den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit? Dann bete gläubig zu diesem Gott, der in der Lage ist, deine Gebete zu erhören. Bete gläubig, und zwar Gottes Willen, den du hier lernst. Bete doch für den Untergang der Gottlosen. Wie wär's mal damit? Das hört man selten in den Kirchen. Ja, bete für den Untergang der Gottlosen. Bete für die Gottlosen, dass Gott Gnade gebe und seine Erwählten errette. Aber bete, dass alle Unbußfertigen, die seine Feinde sind, untergehen mögen. Wenn du das nicht wahrhaben willst, dass wir als Christen auch für den Untergang der Gottlosen beten sollen, dann kannst du fast keinen Psalm beten. Die Psalmen handeln ständig davon, dass Gottes Feinde untergehen sollen und sie sollen auch untergehen. Möge Gott viele seiner Feinde zu Freunde machen, wie auch wir mal Feinde Gottes gewesen sind und den Untergang verdient haben, aber Gott durch seine Gnade uns gerettet hat. Möge er viele seiner Feinde retten durch Gnade. Aber alle, die er nicht rettet, alle, die widerstehen, alle, die sich weigern zum Glauben, mögen sie untergehen. Und möge Gott dem heillosen Treiben der Welt ein Ende machen. Bete für beides. Für die Rettung der Erwählten und für den Untergang der Gottlosen. Bete Gottes Willen. Also die Anwendung, drei Dinge. Lobe freudig, öffentlich und privat, Gott für das, wer er ist. Bezeuge mutig, Gottes Wort in der Schrift und Gottes Werke in der Vorsehung, sowohl vor den Heiden als auch vor den Geschwistern, dass sie ermutigt werden. Und bete gläubig, denn der Herr ist ein Gott, der in der Lage ist, alle Gebete zu erhören. Und er wird alle erfüllen,
die seinem Willen gemäß gebetet werden. Lass uns zum Abschluss nochmal beten. Gnädiger himmlischer Vater, Lob und Preis und Dank sei dir für dein Wort. Hab Dank für den Psalm 9, wo wir lernen, in dir zu ruhen, uns deine herrlichen Eigenschaften vor Augen zu halten und Ruhe und Freude darin zu finden, wer du bist, losgelöst von unseren Umständen. O Herr, bitte lehre uns nun, Zuversicht und Mut in dir zu haben. Lehre uns, Herr, beten. Lehre uns, Herr, dich freudig zu preisen. Lehre uns, Herr, deine Werke zu verkünden. Darum bitten wir dich, Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus, sei dir Ruhm und Preis und Lob für alle deine Taten und für alle deine Werke. Und hab Dank, Vater, dass keiner deiner Feinde bestehen wird, dass sie alle in Vergessenheit geraten bis in alle Ewigkeit und dass alle, die auf dich vertrauen, bleiben. Hab Dank, Vater, dafür. Von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen.